Ja, Frau Scholz, Verlegerin vom Lebensgut Verlag, Buchautorin, erfolgreiche Buchautorin. Und du bist mit Informationen beschäftigt, als Buchautorin und als Verlegerin. Und im Moment ist Informationsmedizin ein Wort, was viele Menschen sehen, dass es wichtig ist zu entwickeln, weil Informationen eine Macht sind für die Schöpferkraft und für die Manipulation. Wofür hast du dich entschieden mit deinen Aussagen, mit deinem Buch, mit deinem Workshop und mit deinem Verlag? Hallo Diet. Ja, ein ganz spannendes Thema, vor allen Dingen die Frage der Manipulation in der Information. Und das ist tatsächlich was, was ich mich selber immer wieder auch frage, ist denn das, was ich als wesentliche oder wahre Information empfinde und auch gerne weitergeben möchte, ist es denn die Wahrheit oder manipuliere ich damit auch Menschen auf irgendeine Weise und es ist mir vielleicht gar nicht bewusst. Und das ist das, wo ich mir mehr Aufmerksamkeit wünsche von allen, die mit Informationen arbeiten, dass die Selbstreflexion immer stattfindet, dass keine, ich sag mal, Fehler festgeklopft werden und Behauptungen aufgestellt werden, irgendetwas ist so und nicht anders, weil das passiert immer wieder und meine Erfahrung ist, dass es so gut wie gar nichts gibt, was so ist und nicht anders. Sondern alles, was ist, kann, ich sag mal, so viele verschiedene Gesichter, so viele verschiedene Ausdrucksformen und Worte und Bedeutungen haben und letzten Endes aber ein und demselben Zweck oder ein und derselben Wahrheit dienen. Und insofern ist für mich Information oder das Weitergeben von Informationen eine ganz individuelle Sache, die von Mensch zu Mensch verschieden ist. Es ist zum Beispiel so, dass etwas, was ich wahrnehme, für mich ganz und gar stimmig und wahr sein kann. Es ist also meine ganz individuelle Wahrheit und ich teile das mit anderen Menschen und da ist eine Runde von, ich sag mal, 20 Leuten und das sind vielleicht 5, die das ganz genauso wahr empfinden wie ich. Weil irgendetwas in Resonanz tritt zu diesen Menschen und weil es da irgendein ähnliches Feld gibt, in der eben diese Information ankommt und in der die Menschen das wahrnehmen als, ja, das stimmt. Und andere sagen, ja, ich kann das hören, aber für mich ist es anders. Und das überhaupt erstmal zu erkennen, dass das alles sein darf und dass niemand irgendwie irgendwas anerkennen muss, weil irgendjemand sagt, so ist es aber. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt in meiner Arbeit und meiner Lebensforschung sozusagen. Das ist eine Verantwortung, ja. In das, was man sagt, ist eine Bewusstwerdung und es gibt sicher einen Kodex. Und der Kodex, so wie ich das jetzt einfach heraushöre, dass Informationen individuell sind und dass sie auch in der Zeit eine Wirkung haben und später einfach aber eine andere Wirkung. Ja, und die Frage ist sozusagen auch immer die, wann empfindet jemand Resonanz auf das, was ich sage und wann nicht. Und ich habe eben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, ich nenne die jetzt mal autoritätshörig oder nicht ganz bei sich, sondern immer ja, auf der Suche nach Antworten von außen, von, ja, von oben, die nehmen sozusagen alles auf. Also egal, wer Ihnen was sagt, es muss nur vehement genug gesagt werden, mit so einer bestimmten Überzeugung und Klarheit. Und dann nehmen die das als Wahrheit an, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben in den meisten Fällen, weil ihnen diese Selbstwahrnehmung fehlt und dieses feine Spüren, ist das jetzt meins oder ist es nicht meins? Und das ist für mich sozusagen, also diese Menschen sind am allermeisten gefährdet, für Manipulation und das ist das, was meiner Meinung nach auch die Medien machen oder was ganz oft stattfindet, dass es schon fast unerwünscht ist, Menschen so auszubilden, ja, in Schulen und so weiter, dass sie also wirklich fähig sind, selbst zu fühlen und selbst zu denken
sondern dass es fast so scheint, als ist unsere Gesellschaft sehr stark daran interessiert, so Menschen zu entwickeln, ja, die einfach autoritätshörig sind und die im Außen suchen und die glauben, was ihnen gesagt wird, wenn es eben, ich sag mal, von einer bestimmten autoritären Stelle kommt. Und damit kann man, wie gesagt, ganze Armeen manipulieren und ganze Menschenfelder, Gesellschaften. Und das ist die Gefahr. Ja. Also in der Pressearbeit, wie würdest du das definieren? Informationsmedizin und oft, was gemacht wird, wenn die Menschen unbewusst sind, ist Manipulation, ist es Zerstörung, ist es, wie würdest du das definieren? Es ist auf jeden Fall Manipulation, die in dem Moment stattfinden kann, wenn das Gegenüber oder die Menschen, die eben diese Informationen lesen oder hören oder sehen, wenn die nicht in der entsprechenden Verfassung sind, dass sie überhaupt die Verantwortung, ja, für sich und für das, was zu ihnen kommt, übernehmen können. Also Jesus würde dann sagen, vergib ihnen, sie wussten nicht, was sie tun, weil sie es wirklich nicht merken. Also es ist ihnen nicht bewusst. Es gibt sozusagen keine bewusste Wahrnehmung von dem, was da passiert, sondern es wird aufgenommen und es wird reagiert und gehandelt, fast wie nach einem Programm oder nach einem Muster. Und das sehe ich also ganz, ganz oft, dass die Leute nicht in dem Augenblick wahrnehmen, was jetzt ist, sondern dass Informationen, ich sag mal, in bestimmte Raster geschickt werden, die bei den Leuten vorprogrammiert sind durch Erziehung und durch Bildung und Prägung, und dass dann an den Stellen ganz gezielt, ne, manipuliert wird, weil einfach klar ist, okay, in Deutschland haben die meisten Frauen da und da dieses Muster, und wenn man da, ja, noch was reinschickt, die Faltencreme und dies und jenes, kann man einen Umsatz planen, ja, von so und so viel 1.000 Euro. So. Das heißt, du wünschst dir als Mediengestalterin in der Informationspolitik dass Impulse gegeben werden zur Eigenverantwortung und zu den Konsequenzen, die es hat, wenn man Informationen aussendet, dass man auch, dass es konsequent, gibt es Konsequenzen, gibt es eine Eigenverantwortung in dem Bereich, wie kann das aussehen? Genau, also das eine sind natürlich die Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit machen und die öffentlich Dinge, ja, vertreten und in die Welt bringen, Informationen ausstreuen, dass die schauen müssen, ja, ist das überhaupt, kann ich das verantworten, was lösen meine Informationen aus, dient das der Menschheit, dient das, ja, unserer Erde, dient das unserer Entwicklung oder dient das nur Profit, und sich dann einfach ganz ehrlich selber fragen, ist es gut, was ich da tue, oder ist es eigentlich unverantwortlich? Und das machen ganz viele Menschen nicht, sage ich mal, die in großen Konzernen arbeiten und die für Werbung und für Marketing zuständig sind. Die haben einfach das Gefühl, dass sie super gut und erfolgreich sind, wenn ihnen das gelingt, so viele wie Menschen wie möglich, ja, davon zu überzeugen, irgendwelche Produkte zu kaufen, die eigentlich keiner braucht oder so. Und das ist ihnen auch nicht bewusst, was sie da eigentlich tun. Und das wäre eben schön, wenn wir da insgesamt mehr Aufklärung hätten, die Leute aufrütteln können und sagen, ja, schau doch mal, was eigentlich die Konsequenz von deinem Handeln ist in der Welt. Ja. Schön, vielen Dank, Fritz Scholz, Verlegerin und Buchautorin.